Ein Preis ist immer was Schönes, ganz persönlich gesehen natürlich. Für einen Komponisten vielleicht auch noch ein bisschen mehr deshalb, weil man als Komponist seine Arbeit ja eher abgeschlossen von der Öffentlichkeit vollbringt und dann, wenn man Glück hat und es zu Aufführungen kommt, das Stück dann auch präsentieren kann. Aber der Großteil der Arbeit, also wirklich viel Zeit, verbringt man alleine mit dem Stück, mit der Arbeit. Und insofern ist so ein Preis ein Hereinwinken der Öffentlichkeit in die eigene Arbeitsstube. Ja, das Interesse aus der Musik, natürlich kommt das aus der Kindheit, ganz klar. Obwohl wir am Land aufgewachsen sind, in Verhältnissen, wo ein Konzertsaal weit weg war und ein Theater ebenso, haben wir durch das Radio und vor allem durch das gemeinsame Musizieren natürlich die Praxis gehabt. Haben mir etliche Lehrer in meiner Schulzeit geraten, quasi eine berufliche Ausbildung auch zu machen, dass ich darauf zurückgreifen kann. Und meinen Eltern war das auch sehr recht, dass sie mir dazu geraten haben. Und insofern war der Entschluss klar, gut, ich mache das Lehramtsstudium auch, aber wenn es gemacht ist, ist es gemacht. Ich möchte nicht unterrichten gehen. Erster Teil ist ziemlich gut gelaufen, vielen Dank. Gerade im ersten Teil ist es übrigens auch, was jetzt die Einpassung in das Tempo der Streicher betrifft, wenn sie einsetzen, wirklich gut gelungen. Dankeschön. Eins, zwei. Ich glaube, das Komponieren war einfach zu weit entfernt gedanklich als Möglichkeit, dass das der Hauptberuf werden könnte. Und da hat es dann einiger Jahre gedauert, auch während der Ausbildung einiger Erlebnisse und ganz zuletzt dann übrigens Hans-Werner Henze, bei dem ich in Köln noch einmal ein Kompositionsstudium gemacht habe. Es war dann quasi sein Vorleben und seine Motivation und seine Inspiration, die mich dann tatsächlich auf die Idee gebracht hat oder die Erkenntnis in mir reifen ließ, ja, das wäre es eigentlich doch, das ist das Richtige. Und Klavier und Dirigieren gerne, immer wieder, aber die Hauptsache ist das Komponieren. So ist es dann auch gekommen. Jawohl, jawohl. Dass wir leiser ansetzen, unbedingt, ja. Genau, weil man kommt mit dem Crescendo nichts mehr, ja, ja. Eins, zwei, ein. Sehr leise bleiben, auf die Farben hören. Das Wesentliche, glaube ich, ist, egal ob dann jemand das wirklich aktiv ausüben will oder nur hin und wieder komponieren will, für sich oder für bestimmte Anlässe, das Wesentliche ist, dass er für seine Person die richtige musikalische Sprache findet. Denn wenn das gelingt, dann ist das Ergebnis in einem gewissen Sinne schlüssig und damit überträgt sich auch die Sinnhaftigkeit. Da muss etwas, das am Papier notiert ist, muss durch das Medium Orchester, Musikerinnen und Musiker in einen Raum und auf empfangsbereite Ohren von willigen Hörerinnen und Hörern stoßen. Also da sind viele Schranken zu überwinden. Und wenn das alles funktionieren kann, dann glaube ich nur unter der Voraussetzung, dass das eine sinnfällige Idee ist, die entsprechend professionell ausgearbeitet ist durch die Komponistin oder durch den Komponisten. Ich glaube auf jeden Fall an die
wirkliche Sinnhaftigkeit und auf den Nutzen von Kunst für die Gesellschaft. Davon bin ich überzeugt, denn sie lehrt uns und zwingt uns auch oft genug dazu, auch durch viele Fragestellungen und manchmal auch durch provokante Fragestellungen, aber nicht nur, nachzudenken, selbstreflektiv vorzugehen, Dinge zu entdecken, auf die man so im Alltag nicht so ohne weiteres stößt. Und das macht uns das Leben manchmal natürlich auch unsicherer. Je mehr man Fragen hat, desto unsicherer ist es bekanntlich. Aber es ist in jedem Falle reicher und ich bevorzuge absolut diesen Status, dem gegenüber stumpf vor mich hinzuleben.